Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 31. August. Präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Provision. IFO-Konjunkturtest der Versicherungswirtschaft. Die Stimmung in der Versicherungswirtschaft hat sich in den Sommermonaten erheblich abgekühlt. Die vom IFO-Institut befragten Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als im Vorquartal. Demnach sagte der Salto aus positiven und negativen Bewertungen auf minus 16,9 Punkte ab. Im Vorquartal betrug er minus 13,1. Damit liegt die Geschäftserwartung auf dem tiefsten Stand seit Pandemiebeginn. Technische Maßnahmen als Cyberschutz. Technische Maßnahmen sind die gängigsten Vorkehrungen, mit denen sich Freiberufler sowie IT- und Versicherungsentscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen gegen Bedrohungen aus dem Cyberraum schützen. 83% der Befragten geben an, dass sie Firewalls installiert hätten, 81% nannten Spam-Schutz und 80% automatisierte Backups. Selten eingesetzt werden zum Beispiel Multifaktoren-Authentifizierungen, 55% oder verschlüsselte Zugänge zum Unternehmensnetzwerk, zum Beispiel über VPN, 66%. Das geht aus einer Studie des Beratungsinstituts Sirius Campus im Auftrag der HTI-Versicherung hervor. Versicherungsteam wechselt Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfung Massars holt 5 Versicherungsexperten vom Wettbewerber BDO. So sollen Thomas Volkmar, Sven Kapusek, Sascha Kaminski, Michael Neurath und Ole Keppeler im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis 1. Juli 2023 zu Massars wechseln. Alle sind Partner und sollen zusammen mit den meisten Mitarbeitern ihrer Teams kommen. Beide Unternehmen sind sowohl im Prüfungs- als auch im Beratungsbereich auf mittelgroße bis große Versicherungsgruppen ausgerichtet. Nachhaltige Geldanlagen. Insgesamt haben 18% der Frauen und 19% der Männer bereits in nachhaltige Geldanlagen investiert. Wenn die Befragten bestimmen könnten, zu welchem Zweck ihr nachhaltig angelegtes Geld im Hinblick auf Klimaschutz genutzt werden sollte, dann würden sich die meisten, 45%, für die Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Innovationen entscheiden. Ein Viertel, 25%, haben die Rettung der durch Abholzung gefährdeten Urwälder im Fokus. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest. DEVK versichert Kraftwerke auf dem Balkon. Die DEVK versichert kleine Solarkraftwerke auf dem Balkon. Bei Photovoltaikanlagen bis zu 600 Watt soll die Absicherung ohne Aufpreis in der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung erfolgen. Die Hausratpolice versichert die Balkonkraftwerke vor allem gegen Sturm, Hagel, Feuer- und Überspannungsschäden durch Blitze. Wichtig ist allerdings auch ein Haftpflichtschutz, denn die mobilen Geräte könnten etwa vom Sturm abgerissen und auf das Terrassendach des Nachbarn geschleudert werden. Itzehoer streicht Kfz-Tarif neu an. Die Itzehoer hat diverse Neuerungen in ihren Kfz-Tarif verbaut. So sollen ab dem 1. September unter anderem die Neupreisentschädigung sowie die Kaufpreiserstattung im Comfort Drive auf 24 Monate erhöht werden. Überdies gibt es ein paar neue Leistungspunkte bei Elektro- oder Hybridautos. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 31. August, präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Provision.